Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Plucky Squire Blind. Ich bin der Nike und wir befinden uns auf dem Gipfel des Berg Trarg. Zumindest glaube ich das. Und jetzt schauen wir, was es mit dieser komischen Statue auf sich hat. Ist hier der Boss mit dem Rhythmus-Minigame? Das ist Trarg, der legendäre Metal-Krieger beim Abrocken. Das heißt, er übertrage seine Energie auf alle, die auf dem Berg leben. Weißt du, als ich hier aufgewachsen bin, war mir das ein Rätsel. Doch nun kann ich dieses Bergtrollfeuer auch irgendwie spüren. Ha! Ja, das finde ich sehr schön. Kommen wir jetzt in dein Dorf oder auf dem Gipfel oder was ist jetzt hier los? Aha. Hey, ihr zwei! Ich erkenne euch! Ihr seid Störenfriede! Alarm! Alarm! Bitte Verstärkung! Oh, die sind orange. Oh Gott, es geht schon los. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. An die komme ich aber nicht ran. Muss ich zurückschleudern? Kann das sein? Nö. Okay. Sicher, dass ich nicht zurückschleudern muss? Ich habe das Gefühl, ich muss die zurückschleudern. Nee? Okay. Scheiße. Gleich bin ich dead. Ach so. Ah. Das ergibt natürlich Sinn, dass ich das einfach mache. Das ergibt Sinn. So. Hallo. Aha. Das sah gefährlich aus. Kannst du mal laut sagen. Der rosafarbene. Das Becherglas. Ja, Finger weg von dem Grün. Ein Spritzer und du verwandelst dich in eine Stachelbeere. Oh, tut mir leid, Jungs. Ich bin in meinem Magielabor und arbeite mit Viola an Tränken. Alles läuft gut, obwohl sie mich weiter mit Fragen zum Leben in einem Buch löchert. Das beschäftigt sie sehr. Wie auch immer, ihr beiden scheint da an einer Sackgasse angelangt zu sein. Wisst ihr, diese Maschine werdet ihr nicht anhalten, indem ihr sie nett darum bittet. Nee, die lässt sich wohl nur mit einem besonderen Gegenstand stoppen, Jot. Einem Gegenstand, den du draußen auf dem Tisch finden könntest. Na gut. Dann ab in die echte Welt. Oh Gott. Oh, schön. Es ist Nacht geworden. Bisschen Disco. Okay. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Jetzt werden sich bestimmt auch die Gegner, die hier vorhin rumgelaufen sind, bemerkbar machen. Also die im letzten Part rumgelaufen sind. Aber jetzt killen wir erstmal unsere normalen Bros hier. Jetzt können wir uns auch im Shop neue Sachen kaufen. Ja. Stirb. Ah, ihre. Okay, das heißt, da hinten ist nichts mehr, Fragezeichen. Ich kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch ein Rollbild ist. Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, ich kann ohne Bedenken... Warte. Hier hinter gucken wir natürlich auch wieder, was hier ist diesmal. Nicht. Okay. Also auch die Sachen, die dahinter waren, sind jetzt weg. Und wir gehen mal in die Tasse. So, was ist hier Sache? Oh, hallo. Mir gefällt deine Antenne. Die ist irgendwie flauschig und wippt. Ich bin Zip. Freut mich, dich kennenzulernen. Jot, sagst du, und du suchst etwas? Tja, weißt du, mein Vater könnte dir helfen. Er ist sehr klug. Gegenwärtig ist er aber auch ziemlich zerlegt. Fiese Soldaten kamen auf unseren kleinen Planeten gestürmt und haben ihn auseinandergenommen. Seine Teile haben sie weggekarrt. Echt nicht in Ordnung. Hey, wenn du mir hilfst, Paps wieder zusammenzusetzen, hilft er dir bei deiner Suche. Meinen Antriebskünsten traue ich noch nicht ganz, aber zusammen könnten wir es schaffen. Wie wär's? Wenn du aus diesem Planeten herausspringst, hüpfe ich auf deinen Rücken. Dann können wir gemeinsam nach den Teilen von Paps suchen. Lieber Zip, ich helfe dir selbstverständlich gerne. Aber bevor ich das tue, erkunde ich deinen coolen Planeten. Okay, jetzt können wir.
Wir haben die Atmosphäre des Heimatplaneten erfolgreich verlassen. Das ist mein erstes Mal und weißt du was? Es ist total aufregend. Wir sind jetzt in der großen, bösen Galaxie, in der die Teile meines Vaters verstreut sind. Davon gibt es drei. Eines auf der linken Seite der Galaxie, eines auf der rechten und eines in ihrem Zentrum. Mein Weltraumantrieb ist aktiviert. Wird Zeit, den Kosmos zu erkunden. Düsen wir los. Boah, Alter. Unendlich? Nee, okay. Aber strong, auf jeden Fall. Und da sind jetzt auch die bösen Handlanger vom guten Grimwald. Grimwald? Grumwald. Wieso Grimwald? Wie komme ich auf Grimwald? Grumwald natürlich. Na komm, lass mich hoch. Lass mich hoch, danke. Okay, wir gehen als erstes nach links. Nach links gehen wir als erstes. Nee, die kannst du mal schön stecken lassen, die Olle. Ja, man kann sich nicht so gut nach vorne bewegen, wenn man den Antrieb hat. Hallo Vogel. Hui. 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 Es ist ein bisschen wie Mario Odyssey als Frosch. Was haben wir denn hier hinten? Rollwind. Oder geht's hier einfach weiter? Hier geht's einfach weiter. Okay. Okay, es ist einfach quasi ein besserer Sprung hier alles. Aua. Okay, der Fall zeigt nach da hinten tatsächlich. Oh, warte mal, das ist ein Schlagebaum. Und wenn der Fall nach da hinten zeigt, gehe ich natürlich erstmal hier hin. Okay. Wo geht's hier hin? Au. Boah, wow, Alter. Alter. Okay. Okay, chill mal dein Leben, ey. Jetzt kommen sie hier aber mit... Oh. Kommen sie mal mit gefährlichen Sachen an, du. Was mache ich jetzt? Ah. Aha. Jetzt bin ich hier, okay. Ach, jetzt bin ich im Zentrum angelangt. Okay. Aber ich wäre gerne noch da weiter rechts rumgegangen. Ah. I see. Schauen wir uns die Seite auch nochmal an, dass wir nichts irgendwas vergessen haben. Und dann machen wir wohl das Zentrum zuerst. Auch wenn ich das gerne als letztes gemacht hätte, bin ich early. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir wohl hier in diese komische Dose, was auch immer es ist. Natürlich schauen wir uns zuerst um. Danke, Kamera. Hier ist nichts mehr. Na dann, Zentrum first. Da drin tobt ein intergalaktischer Krieg. Wenn wir diese Schlacht überleben, können wir vielleicht einen Teil meines Vaters bergen. Allerdings bin ich mir meiner Antriebsfähigkeiten noch nicht ganz sicher. Lass uns doch mehr Teile meines Vaters holen, dann kann ich Mut sammeln. Ich habe eines da drüben links gesehen, hoch oben und ein weiteres ganz rechts in der Galaxie. Auf geht's. Jetzt darf ich nicht mal hier rein, ernsthaft? Ich alles umsonst gemacht hier, den ganzen Schmutz. Na gut. Na gut, na gut. Dann gehen wir erst nach links. Mhm. Gott, ist das groß. Muss echt aufpassen, dass du keine Rollbilder oder so verpasst. Ich meine, wir haben ja schon Tausende verpasst, aber lassen wir nicht noch mehr verpassen. La 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 la, wir sind die Abenteurer auf dem Weg. Ich sollte aufhören zu singen, sonst schaltet ihr ab. Das habe ich genau gesehen. Und Leuchtebaum, du kannst dich nicht vor mir verstecken. Da haben wir einen Mini-Bart. Ein Mini-Winnie-Würstchen-Bart. So, was hat er uns denn zu sagen? Hi, mein Junge! Um das Teil von Papa Rakete zu erreichen, musst du weiter nach oben. Die Plattformen helfen dir dabei und die erste liegt direkt hinter mir. Ich? Na, ich bleibe hier unten. Viel Spaß. Ja. Ich will mehr Glühbirnen haben. Danke, danke. Wir holen uns natürlich erstmal alles, was geht hier. Kommen wir hier einfach so rüber? Ah. Okay. Der Tisch ist tabu.
Aber das ist ja kein Problem. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Hallöchen. Nein. Ah, fuck. Okay, dann springen wir hier von Plattform zu Plattform. Denn ich bin natürlich ein Plattforming-Gott, wie ihr alle wisst. So, die geben sogar beide zwei. Hervorragend. Jetzt wollen wir hier rüber. Ist eine ganz nette Passage, ne? Ist eine ganz nette Passage, muss man so sagen. Oh, okay. Bisschen Risiko genommen, aber ist alles cool. Oh, okay. Hier wurde sogar gespeichert gerade. Sehr nett. Ich muss nochmal runter. Weil hier gibt es ganz viele Schlagebäume, wie ich gerade erfahren habe. Ja, hier war ich noch gar nicht. Oh. Cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben einige Glühbirnchen gekriegt. 238 schon. Wow. Das geht schneller als erwartet. Und jetzt sind wir wieder hier. Cool. Müssen wir jetzt einmal kurz den Weg nochmal gehen. Aber ist ja kein Problem. Nein. Okay, ist doch ein Problem. So. Ey, was? Ey. Ach, komm. Mach mich nicht sauer. Das Spiel hat mich noch nicht sauer gemacht. Noch kein einziges Mal. Das soll auch gerne so bleiben. Okay, okay, okay. So, jetzt aber. Na bitte. Na bitte, geht doch. Hallo, Minibad. Jo, ein verlorenes Teil von Papa Rakete ist ganz in der Nähe. Du musst lediglich durch einen gefährlichen Weltraumabschnitt düsen, um es zu finden. So kann's gehen. Ja, so kann es in der Tat gehen. Jetzt werden wir auch noch beschossen hier. Aha. Kann ich noch... Ja, okay. Das habe ich mich nämlich gefragt. Den nehmen wir mit. Das Raumschiff wird abgeschlachtet. Einmal drauf. Achtung. Oh, damn. Ah, shit. Okay. Nein. Lass mich ab, please. Dankeschön. Das ist down. Und da sind wir wieder. Boah, hab ich den gerade weggefistet, ey. Habt ihr das gesehen? Das war ja crazy. Aha. Eine weitere Tasse. Oh, Besuch. Hallo, ich bin Terry. Kriege nicht viele Lebensformen zu Gesicht. Hey, bevor ihr abdüst. Ich habe etwas Glänzendes gefunden. Nehmt es doch mit als Andenken an den alten Terry. Wir werden dich in Ehren halten. Cool. Gott sei Dank haben wir Terry kennengelernt. Denn er konnte uns das untere Teil geben. Ich weiß nicht, was das ist. Irre. Wir haben den ersten Teil von Papa. Jetzt sind nur noch zwei irgendwo in der Galaxie. Wir schaffen das. Da wurde die deutsche Grammatik aber ans Äußerste ausgereizt. So. Holen wir erst noch ein weiteres Teil meines Vaters, bevor wir da reingehen. Habe ich vor. Ich brauche ein wenig mehr Übung mit meinem Antrieb, um diesen Kampf standzuhalten. Hab ich ja vor, mein Bro. Oh oh. Oh, das ist lustig. Los, killt euch selbst. Uch, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Okay. So, ihr geht drauf. Ich krieg mehr Glühbirnchen. Ist doch ein Win-Win. Euer elendiges Leben hat ein Ende. Und ich bekomme meine leuchtenden Birnen. So, dann auf in den rechten Bereich. Aha, okay.
Ahoi! Wir sind Geraldo, der Gelee-König. Hoho! Wisst ihr, wir haben heute Geburtstag und werden 60. Oh, wie gern würden wir an unserem Geburtstag Kerzen brennen sehen. Eine entzündete Kerze für jedes Jahrzehnt unserer wabbeligen Existenz. Und wie es der Zufall will, stehen hier irgendwo 6 Kerzen herum. Könntet ihr einen alten König vielleicht glücklich machen und sie alle entzünden? Was bin ich, der gute Samariter? Okay, dann gehen wir mal eben hier rein, denn wir wollen natürlich auch die Glühbirnen von hier haben. Ah. Bitte, Freunde, entzündet die Kerzen und bringt uns in Geburtstagsstimmung. Ja, nur weil du es bist. Nur weil du es bist, Bro. Aua. Hört auf, mich zu foppen, Jungs. Sonst gibt's das Sonst gibt's das dreifach zurück, wollte ich sagen. Mhm, da haben wir eine Kerze da unten. Okay, nichts leichter als das. Boah, das wird jetzt eine richtige Suchquest hier, oder was? Okay. Ja, okay, das ist easy. So. Okay, wir schauen uns den... Ach, das ist ja noch viel größer, als ich gedacht habe. Okay. Okay. Dann gehen wir mal eben hier hoch. Hier ist auch auf jeden Fall was. Hier in der Nähe ist eine Kerze. Immer himmelwärts. Danke dir, Mini. Und da ist sie auch schon. Okay, 1, 4 und 5 haben wir schon gefunden. Alle die auf der rechten Seite quasi. Ich gehe natürlich hier auch nochmal gucken. Ich kann ja nie wissen, ob hier was versteckt ist. Guck mal, da ist zum Beispiel ein Minibad versteckt. Kerze in der Nähe. In einer hölzernen Ecke. Sie ist ganz am Rand des Schreibtisches. Um sie zu entzünden, musst du den Sprung wagen. So, oder was? Nee. Guck mal, da ist nochmal ein Minibad. Den habe ich gar nicht gesehen. Hallo, du suchst die verlorenen Teile von Papa Rakete? Ich habe da hinten rechts eins entdeckt. Dort gibt es einen gelben Kerl, der dir vielleicht helfen kann. Adligstes Gelee, das mir hier untergekommen ist. Okay. In einer Ecke. Ich muss den Sprung wagen. Das kommen wir gleich nochmal zu. Gehen wir erstmal weiter. Und zwar, du lebst ja immer noch. Und zwar gehen wir mal nach da hinten. Okay. Du bist auch drauf. Oh Gott. Nee, nicht verloren gehen, bitte, liebe Glühbirnchen. Kann ich hier hoch? Nee. Aber da kann ich hoch. Und da ist wieder ein Minibad. Wie läuft's? 2 Kerzen sind nicht weit, aber beide sind sehr hoch oben. Düs ab, mein Junge. Das war das Alien-Gedöns hier, ne? Nee. Nee, das ist was anderes. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hm, hier ist nicht so viel. Ah. Oh. Aber was bist du? Warte, kann ich dich. Ich kann ihn nicht greifen gerade. Ein Bug oder was? Hallo? Nee, ich darf nicht. Was ist, wenn wir das Teil da rausschieben? Ja. Ja. Na, geht doch. Nein, komm zu Papa. Na, warte mal, wo willst du hin? So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Gehen hier mal schnell rein. Achso, da kann ich nicht stehen. Das zu wissen. Oh. Zack. Und jetzt, oh Gott. Jetzt müssen wir mal ein bisschen. Jetzt muss er wirklich Plattforming-Skills hier zeigen, aber kein Problem. Fehlte nur noch die Nummer 6. Warte mal, was ist hier eigentlich drin? Ah, Scheiße. Jetzt müssen wir ja nochmal zurückgehen gleich. Alternativer Held 1. Obwohl Jods grundsätzliche Gestaltung frühzeitig feststand, wurden während der Vorproduktion alternative Heldenentwürfe ausprobiert.
Ja, da müssen wir auch in die andere Tasse jetzt nochmal eben rein, kurz. Es hilft ja nix. Es hilft ja nix. Und da müssen wir auch nochmal rein. Ah, die ist zu. Okay. Es hilft ja nichts, Leute. Wir müssen da nochmal hin. So. Hier ist nix. Perfekt. Hat sich gelohnt. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen zu den Kerzen. Aber da, da ist doch bestimmt noch was, oder? Ja, haha. Yes. Der Sternwandler. Alternativer Held 2. Ein Test, wie ein alternativer Heldenentwurf in Umgebungen von schräg oben aussehe. Fazit, visuell zu komplex und zu weniger charmant. Tut mir leid, Junge. Ja, das stimmt. Unser Jot ist schon charmanter. So. Zeit für die letzte Kerze, die am Rand des Schreibtisches ist. Wahrscheinlich auf der anderen Seite dann. Wenn sie hier nicht war. Nee. Nee, irgendwie nicht, ne? Da! Ich sehe sie. Na! Ich konnte nicht springen. Ich konnte nicht springen in dem Moment, aber hier ist sie. Yay! Oho, ist das möglich? Sie haben es hingekriegt. Kehrt hierher zurück und erhaltet ein königliches Geschenk, liebe Untertanen. Nennt er uns einfach Untertanen, nur weil wir tun, was wir sagen. Frechheit. Es geht, Bro. Alles Gute zu unserem Geburtstag. Hoho. Vielen lieben Dank euch beiden. Ihr habt unseren Tag zu etwas Besonderem gemacht. Wir verfügen, dass ihr ein Zeichen unserer königlichen Anerkennung erhalten sollt. Dieses Metallding. Sehr gut. So. Hier holen wir uns nichts ab mehr. Ach, das hier waren wir schon drin, ne? Ja. Alles gut. Jot, wir haben es geschafft. Wir haben zwei Teile meines Vaters. Ich glaube, jetzt können wir dem Kampfgebiet da drüben standhalten. Auf geht's. Wird jetzt richtig reingekämpft gleich. Na gut. Wie kommen wir am schnellsten dahin? Hier. Einmal die ganzen Meteoriten aushalten. Aua, der war schon tot, aber gut. Der war auch schon weg. Ja, ich stelle mich nicht ganz so gut an gerade, aber es reicht ja. Also gut, ich bin so bereit wie nur möglich. Das letzte Teil meines Vaters befindet sich dort drin. Holen wir es uns. Yes, indeed. Das wird auch Zeit, Soldat. Während du da draußen herumgetrödelt hast, sind hier ohne Ende Skrill aufgetaucht. Sie ploppten einfach rein und klauten unsere besten Forscher. Die Eierköpfe mögen schwächliche Kotzbrocken sein, aber wir brauchen sie für den Krieg. Begib dich da raus, rette die Forscher und bring sie mir zurück. Ach ja, und stirb nicht dabei. Boah. Oh yeah. Oh mein Gott. Oh, geil. Okay. Oh, das ist awesome. Es ist wie, wie heißt es noch? Gallagher? Wie heißt denn das Spiel? 6 übrig, okay. Wo denn? 5 übrig. Bam. Das müssten alle sein. Nee, immer noch 6 übrig. Achso, die sind ja. Ah, das sind die. Okay. Ach, da ist der erste. Yeah. Grünen Astronaut gefangen. Okay, es ist ein. Was? Jetzt von hier? Okay.
Das ist ein Hero-Shooter jetzt. So ein bisschen gerade wie Ralf Reichts. Wo er einfach in dieses komische Kampfzone da reingezogen wird. Ja. Da ist ein neuer Ärger. Oh, was zum Teufel? Wir retten unseren Bre. Oh Gott. Komm mal da. Komm mal da rein, Bro. Na, jetzt wird's komplizierter. Ich sehe schon. Da ist schon der nächste. Sie greifen sogar an. Sie greifen diesmal sogar an. Hilfe. So, wo war der Bruder, der hier auf dem Boden stand? Da. Nee, 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 Freunde. So nicht mit mir. Wie Jot das einfach richtig geil findet, wie er da alle kleinen Mäde. So, wo ist hier mein Kollege Astronaut Nummer 10.000? Wo ist er? Oh Gott. Wo ist er denn? Anomalie entdeckt. Okay, doch. Aha. Oh Gott, was ist das? Oh, ich bin in der... Oh, ich bin gefangen. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Da ist er. Ach, da drin ist er. Ich sehe ihn. Nicht gleich als das. Kann er jetzt endlich mal rauskommen? Nee. Was machst du? Du schießt auch einfach nur. Okay. Kein Problem. Und da ist er auch schon. Oh, sind die letzten drei. Oh, what? Das ist ja easy. Let's go. Mission abgeschlossen. Das war der letzte Forscher. Du hast alle. Jetzt ist der Stützpunkt voller Nerds. Sie basteln bereits an unserer nächsten Waffe. Gute Arbeit, Soldat. Deine nächste Mission. Nimm dieses Stück Schrott und entferne es von hier. Ja, das ist wirklich ein Stück Schrott. So, Paps. Zeit, wieder zusammenzukehren. Nach Hause. Wir haben es geschafft. Wir haben die intergalaktische Schlacht gewonnen. Super, wie du mit dem Laser geballert hast, war mein Antrieb zu gebrauchen. Wenn ich das meinem Vater erzähle, lass uns zu meinem Heimatplaneten zurückkehren und ihn zusammensetzen. Du weißt schon, das ist der becherförmige Planet, wo wir uns begegnet sind. Ja, danke. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Das ist genau hier. So, wie machen wir das jetzt hier? Wir haben es zurückgeschafft. Was für eine Odyssee. Gut, lass uns Paps wieder zusammensetzen. Oh. Na, das ist schon viel besser. Ich weiß nicht, ob du je zerlegt warst, aber ich kann es nicht empfehlen. Wie bitte? Du suchst einen Gegenstand? Weißt du, tief in diesem Planeten befindet sich ein seltsam aussehendes Objekt. Meine Antenne sagt mir, dass es genau das sein könnte, wonach du Ausschau hältst. Mal sehen, ob wir es heraussprengen können. Ehre. Ah. Nie war es schöner, meine Triebwerke auszustrecken. Ich hoffe, das komische Ding ist, worauf du aus bist. Vielen Dank, junger Krieger, und danke, Sip. Du hast mich stolz gemacht. So, jetzt haben wir einen Stempel. Hervorragend. Jot hatte den Stoppstempel. Damit kann er magische Handsymbole auf den Seiten des Buches platzieren. Das Symbol friert alles ein, worauf es gestempelt wird. Drücke zum Stempeln LT oder halte LT zum sorgfältigen Zielen gedrückt.
Freut mich, dass du zurück bist, Jod. Anscheinend hast du meinen Stoppstempel gefunden. Dann sollten wir ihn uns zunutze machen. Okay. Achso, ich muss es hier machen. Okay, dann... Dann einmal hier auf die Mitte, bitte. So. Ja, Beste. Alter, ich hatte im Gefühl, dass du reinschauen würdest. Diese verrückte Maschine hat einfach plötzlich angehalten. Und da dachte ich mir, das muss Jod mit seinen schlauen Tricks gewesen sein. Komm, lass uns durchschlüpfen. Hell yeah. Boah, dieser Weg. Normalerweise steckt da keine riesige Metallscheibe drin. Was ist passiert, Häschen? Enormes Sägeblatt, Kumpel. Kam runtergekracht, schnitt mich fast in zwei. Mein Leben zog an meinen Augen, vor meinen Augen an mir vorüber. Oh Mann, das klingt ja gruselig. Alles in Ordnung? Mir geht's gut, Kumpel. Und die Rückblende war sogar recht nützlich. Ich sah, wo meine Schlüssel verloren hatte. Na, immerhin. Jod, hier kommen wir nicht weiter. Suchen wir uns einen anderen Weg hinauf. Und du, Häschen, weiter so. Du rockst. Wenn du das sagst. So, keine Ahnung, was hier abgeht. Diese Blöcke wirken auf jeden Fall unheimlich schwer. Das kann ich sagen. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal bei The Plucky Squire. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren, zu favorisieren und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns hier morgen wieder. Ich bin der Nike, bis dann. Und ciao, ciao.